Ich bin Peer. Ich bin Mila. Und wir sind Undertube. Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge. Wir haben heute Jens Friebe zu Gast. Wir haben wieder ein paar Reviews. Und eine Platte der Woche. Und natürlich Tipps, wo ihr hingehen könnt. Viel Vergnügen. Ich war bei den Pigeon Detectors und Ad Lex im Lido. Ach genau. Ja, die Ad Lex sind ja noch relativ jung und hatten einen punkigen Sound. Ich fand ein bisschen zu schlagzeuglastig. Und wo kommen die denn her? Ich glaube Großbritannien. Machen aber halt schon so eher so Indie-Punk dann halt. Und ich würde sagen, noch ein Jahr Zeit geben und dann sind die richtig gut. Und die Pigeon Detectives sind schon richtig gut, die haben das auch total drauf, so das Publikum zu beherrschen. Das ist so ein ganz fideles Kerlchen als Sänger, der hüpft und springt. Ja, und die jungen Kids sind vorne auch total abgegangen, die sind rumgehüpft, gesprungen und zum Schluss wurde die Bühne geentert. Dann gab es da noch Fat Party, Schlagzeug kippte um, alles durcheinander und dann war aus. Der Abend, alle sind zufrieden, verschwitzt nach Hause gegangen. Ich habe gestern, apropos junge Kids, so einen Bericht gesehen, dass über so super junge Bands in Großbritannien, die sind so 13, 14 und, genau, und die nur über MySpace sind und dann gibt es so Nachmittagskonzerte zum ersten Mal klappen gehen und so. Aber ich meine, hier gibt es ja mit irgendwie so den Killerpilzen ja die Bands, die so jung sind, aber halt, wo halt so ein System hintersteht, ne? Oder Tokyo Hotel. Ja, genau, oder Tokyo Hotel. Und da ist es halt echt so, was ich bemerkenswert finde, dass sie sich selbst organisieren. Ja. Das ist halt England. Ja. Ja, ich war beim Klang-Klang-Klang-Festival. Ja, am Donnerstag im Rosis fand ich schon total super. Also Björn Kleinhans hat mich total weggehauen. So ein smarter Typ mit so ein bisschen abstehenden Ohren. Und halt so beim Singen bläst er manchmal die Backen so auf. So. Aber super Stimme und mit einer tollen Hintergrundband. Davor haben unter anderem eben auch Alive, A Song, A Cigarette gespielt. In so einer Akustik Besetzung, wobei der Sänger schon ziemlich durch war an dem Abend. Das war besser am Tag danach im Franz, wo die gesamte Band auch gespielt hat. Und ganz zum Schluss hat er sich eben noch so als Zugabe noch so allein auf den Boden gesetzt und mit der Gitarre nur geschrammelt. Und dann war wirklich das Franz so ziemlich ruhig und hat da so zugehört. Und Japanik haben auch an dem Tag im Franz gespielt. Da kommt auch jetzt bald das Album in Österreich erstmal. Das ist so Pavement-artige Musik mit so teilweise verstörenden, aber auch so ja, irgendwie doch poetischen Texten aus Wien. Ja, ansonsten war ich jetzt vor kurzem, also wir hatten ja das Blau-Kollektiv und da haben Frankreich muss bis Polen reichen gespielt, was ein extrem exzessiver Abend war. Ganz toll inszenierte Show. Mit so Masken und die ganz durchgedreht und zweit, so. Oder? Die sind zu viert. Da haut der Beat einfach so rein. Das ist unglaublich. Es macht so Spaß. Man kann einfach total abdrehen. Sind das eigentlich Antideutsche? Na, wahrscheinlich ein bisschen. St. Thomas, eigentlich Thomas Hansen aus Norwegen, Singer-Songwriter. Genau, der ist vor 4 Wochen gestorben. War so alt wie ich. Sein erstes Album Mysterious Walks ist also klingt so fast so ein bisschen wie Home Recording. Als ich das erste Mal gehört habe, kamen mir so Tränen in die Augen, weil es so schon so tröstlich traurig klingt. Und er singt mit so einer sehr hohen, merkwürdigen Stimme. Naja, und er hat gerade noch an einem Album gearbeitet, was, glaube ich, noch Ende des Jahres erscheinen soll. Das letzte, was er gemacht hatte, Children of the New Brigade, war mir ein bisschen zu poliert. Ich mochte lieber so seine Wohnzimmeraufnahmen. Heute bei uns zu Gast Jens Friebe. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, es ist gerade ein neues Album von dir erschienen. Das mit dem Auto ist egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Wird der Name eigentlich oft durcheinander gebracht? Ja, also vor allem, der Name ist ja seit Februar im Umlauf und besonders bevor die Platte dann irgendwie raus war, da schon offiziell angekündigt, sondern nur war der Name schon sehr im Schwange und ich habe sehr, sehr viele schöne Versionen davon gehört. Das mit dem Auto ist nicht so schlimm, Hauptsache dir geht's gut. Und produziert ist das Album von Behrendt, also Ex-Paula und von Behrendt. Wie habt ihr euch getroffen oder wie kam es dazu?
Das war vermittelt von Labels, mein damals noch aktuelles Label, und die haben mich dazu gedrängt, eigentlich die Platte aufzunehmen, obwohl sie dann nachher ja nicht mehr gemacht haben, und haben mich mit Behrendt bekannt gemacht. Warum haben Labels das dann nicht gemacht? Oder? Weil sich die Situation, glaube ich, zuspitzte auch bei der EMI, also die hängen ja an der EMI, und da kam, glaube ich, während wir noch Aufnahmen, also wo wir, ich hatte die Aufnahmen ja noch für mit Labels im Hinterkopf gemacht, aber da wurde es dann immer schwieriger, also dann wurde erst nachverhandelt, und dann irgendwie war klar, die haben so die Weisung, praktisch gar nichts mehr zu machen, was sich nicht hundertprozentig irgendwie verkauft wie Scheiße, also irgendwie über... Ich weiß nicht, sind jetzt interner, muss ich, wohl kann ich jetzt irgendwie so über 20.000 oder so soll jetzt alles verkaufen. Ich bin als Musiker immer eine Band. Es gibt so viele Leute, die ganz oft alleine auf der Bühne stehen, irgendwie zu zweit und halt auch so ein bisschen elektronischere Sachen machen, poporientiert, die irgendwann sagen, wir brauchen unbedingt noch einen Schlagzeuger, wir brauchen unbedingt noch einen Gitarristen, und sich total unwohl fühlen, wenn sie dann irgendwann später nochmal alleine auftreten sollen. Ich hatte ja eigentlich eine Band gesucht, aber es war ja nicht so, dass ich dachte, ich mache jetzt alleine und dann ist mir aufgefallen, es geht so nicht, sondern... Eigentlich war meine Strategie, okay, ich gehe jetzt nach Berlin und suche eigentlich eine Band, aber die suche ich dann, indem ich einfach alleine schon mal so Konzerte mache und so irgendwie Leute auf mich aufmerksam mache und Leute treffe. Und dann bin ich ja sozusagen bei meinem ersten Soloauftritt in Hamburg recht schnell entdeckt worden und musste dann eine Platte machen, und so bin ich dann Jens Friebe dann irgendwie gewesen. Das war eigentlich nicht so geplant, ich wollte eigentlich schon eine Band wieder haben. Mein Eindruck bei den Gesangsmelodien ist ja oft, dass es schon so was Schlagerhaftes hat. Also, hast du mal viel Schlager gehört, oder ist das so ein Einfluss? Naja, als Kind, aber ich meine, Schlager, sagt man immer, das sind ja dann Melodien, die man, wenn sie englisch wären, was würde man dann sagen, dann wären das teilweise folkige Sachen oder ja, so von, natürlich Country beeinflusst, also ein bisschen, also ich denke, dass zum Beispiel, ich höre natürlich gerne so Sachen wie Magnetic Fields und sowas, und ich glaube, wenn man das jetzt auf Deutsch machen würde, würden die Leute sagen, das sind Schlagermelodien, weil es halt so eine, ja, im Grunde kommt es von der Volksliedhaftigkeit her und so, und bei Engländern ist das immer noch aufgehoben in so einem Folk oder Anti-Folk oder was weiß ich, Kontext wie bei Adam Green oder so, und bei mir ist es dann halt Schlager, also meinetwegen. Du hast ja auch gesagt, es sind mehr so Pop-Songs als eigentlich Singer-Songwriter-Sachen. Ich finde, auf der Bühne versprühst du auch so eine Art, oder strahlst du so ein Glamour aus. Siehst du dich da auch so ein bisschen so als Popstar? Also die Art der Performance kommt mir irgendwie natürlich vor zu dem, was ich da mache, und ich mag es auf der Bühne, wenn ich selber auf Konzerten bin, gar lieber so eine Art von Performance als so eine Shoegazer-Nummer. Also schon authentisch. Ja, eigentlich kann man schon sagen. Also, das ist ja so die Lieblingsdiskussion der Journalisten immer, das Thema wird ja auf... Bei fast jeder neuen Band wieder neu aufgerollt, mit authentisch oder inszeniert. Dabei wird immer Extravaganz und so ein bisschen Extrovertiertheit wird ja dann immer als Inszeniertheit und so das normale Durchschnittsdeppenhafte ist dann so das Authentische. Und das sind eigentlich nicht so ganz funktionierende Zuschreibungen. Also das ist so ein bisschen so eine Mogelpackung. Am 13. spielst du im Festsaal Kreuzberg. Was erwartet da die Leute? Ja, ich weiß noch nicht genau, wir proben gerade noch, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall neue Lieder dabei sein, die ein bisschen aufwendiger wahrscheinlich gemacht sind mit, ich habe mir noch ein neues Effektgerät gekauft, also es wird schon sehr opulent, glaube ich, unser Trio diesmal. Ich fahre mit den Lokas in Love auf Tour, als fünftes Bandmitglied und so. Als Vorband. Okay, aber am 6.10. spielst du da noch, oder? Genau. Im Lux mit Polaroid Liquid. Alles, was ich mir dachte, was spannend ist, ist am 6.10. Da spielen die Goldenen Zitronen in der Maria. Genau, das 10 Jahre Jungle World Party. Wer spielt da noch? Boy Group und Chief Chung. Und am 6.10. sind auch noch Pitchtuner im Café Burger, was ich auch immer ganz schön finde. Also nicht den Club, aber die Band. Ja, am 18. spielen dann die Lokas in Love in Berlin im NBI zusammen mit Chi, die ich auch total super finde. Eine Band aus Braunschweig, ein Trio, die auch so, finde ich, wirklich was ganz Eigenes macht. Ja, für den 18. habe ich auch was. Alec Empire spielt nämlich, da war ich ja beim Melt so begeistert. Und Anfang nächsten Jahres kommt ja auch die neue Platte. Und Alec Empire spielt beim Intro Intim in der Maria zusammen mit Seidenmatt und der Experimental Pop Band. Was, denke ich, auch ganz gut wird.
So viel für heute. Wir waren Peer. Und Mila. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wenn es wieder heißt. Undertube. Gute Reise. Gute Fahrt. Tschüss.